Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Gelobt sei Jesus Christus. Donnerstag, 9. Mai 2024. Ich freue mich, dass Sie auch am Fest Christi Himmelfahrt, das wir heute feiern, diesen kleinen geistlichen Impuls betrachten. Die Maler des späten Mittelalters sind mit dem Bericht von der Himmelfahrt Jesu alles andere als vorsichtig umgegangen. Sie wussten offenbar genau, was es ist. Christus gen Himmel gefahren. Auf ihren Bildern ist der in den Himmel entschwindende Jesus zu sehen. Oder besser gesagt, meist ragen nur noch seine beiden Füße und der Saum seines Gewandes aus der Wolke am oberen Bildrand. Unter ihm ein kleiner Hügel, auf dem sich zwei leuchtende Fußabdrücke deutlich vom dunklen Erdreich abheben. Rings um den Hügel stehen Maria und die Jünger und starren irgendwie verständnislos oder ratlos nach oben. Und am rechten und linken Bildrand stehen die beiden Männer in weißen Gewändern und tragen Spruchbänder in ihren Händen. Und darauf ist zumeist in lateinischer Sprache zu lesen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Diese Bilder des späten Mittelalters wirken auf den ersten Blick schlicht und kindlich. Aber sie sind alles andere als ungefährlich. Bei längerer Betrachtung lässt sich in diesen alten Bildern mit den Fußabdrücken Jesu nämlich eine tiefere Dimension entdecken. Da verlieren sie ihre Naivität und helfen uns, das Fest Christi Himmelfahrt richtig zu feiern. Denn sie geben zwei wichtige Impulse für unser Christsein heute. Das erste: Was steht ihr da und starrt zum Himmel empor? Diese Frage konnte man ergänzen: Warum schaut ihr nicht auf die Eindrücke, die Jesus hier in unserer Welt hinterlassen hat? Sucht seine Spuren doch hier auf der Erde. Sucht seine Spuren in den Geschichten, die er erzählt hat, in der Geschichte, die er so entscheidend geprägt hat. Wenn ihr die Evangelien lest oder hört, dann spürt ihr doch etwas von seinem Geist, von seinen Ideen, von seinen Hoffnungen und Träumen. Dann ahnt ihr, wie er sich gerechtes und gültiges Leben, gutes Leben vorgestellt hat, dann werdet ihr hineingezogen in seine Vision von der neuen Welt Gottes, die er in immer neuen Farben ausgemalt hat. Dann entdeckt ihr, wofür er gelebt und gekämpft hat, wofür er gestorben ist, wofür er uns Menschen die Augen öffnen wollte. Sucht seine Spuren in dem Opfermahl, dass ihr zu seinem Gedächtnis feiert in der Eucharistie. Wenn ihr Brot und Wein auf den Altar stellt, dann steht euch in diesen Zeichen sein Leben vor Augen, sein Dienst und seine Hingabe, sein sich verzehren lassen von aller Not der Menschen, von unserer Not. Dann spürt ihr, welche stärkende Kraft von ihm ausgeht. Dann erlebt ihr, wie die Gemeinschaft um seinen Altar auch heute noch Mut macht und trägt. Sucht seine Spuren in den Menschen, denen ihr begegnet.
wenn ihr sie mit ihren Fragen und Hoffnungen, mit ihren Sorgen und Ängsten ernst nehmt, wenn ihr sie offen und interessiert anschaut, dann entdeckt ihr in ihren Gesichtern den Fragenden, den Bittenden, den Herausfordernden, oft auch den Leidenden Jesus, der gesagt hat, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Schaut nicht hinauf, lautet der eine Impuls der alten Himmelsfahrtsbilder. Sucht seine Spuren auf der Erde. Ein zweiter Impuls. Ihr werdet meine Zeugen sein. Oder im Sinn der alten Himmelfahrtsbilder, tretet in seine Fußstapfen ein, erzählt seine Geschichten weiter und trefft euch, um sie zu besprechen und immer besser zu verstehen. Werdet ihr erfinderisch und überlegt, wie ihr auch andere für seine Worte und für seine Ideen begeistern könnt. Tretet in seine Fußstapfen und ladet Leute ein, um seinen Tisch, um den Altar. Werdet eine einladende Gemeinschaft, in der anderen aufgeht, hier finden wir etwas, das unseren Lebenshunger und Lebensdurst wirklich stillt. Hier erleben wir, wie das Teilen von Brot und Wein verbindet. Tretet in seine Fußstapfen und geht wie er zu den Menschen. Macht Mut, helft mit, dass sie aufatmen und befreit lachen können, dass sie ein Ansehen haben und menschenwürdig leben können, dass sie respektvoll behandelt werden. Zu Christi Himmelfahrt sehen wir, wie Christus über allem und in allem ist. Und die alten Bilder mit den großen Fußabdrücken Jesu können uns helfen, ihn immer mehr als den Herrn allen Lebens zu erkennen. Wenn wir hier auf der Erde seine Spuren suchen und in seine Fußstapfen treten. Und wir feiern unsere Zukunft, denn Christus hat unseren menschlichen sterblichen Leib mit der Gottheit vereint. Beides dürfen wir heute bedenken und dankbar diesen Tag begehen. So wünsche ich Ihnen allen Gottes reichsten Segen. Gelobt sei Jesus Christus.